Frage Sport, ist der neue Stack? Ey, darfst du noch nicht verraten? Ja, das kommt auch. Dauert noch, bis es rauskommt, das Video. Du bist dran, was ich brauche. Ja, kannst du raus. Kinder, lass uns die Braten, die Nudeln mit Kühlfleisch. Soll ich da die Hülle bitte reinigen? Ja. Nee, tu erstmal das. Vielleicht brauche ich die Kasse. Magisch hat gerade ein paar Tauschgeschäfte gemacht. Ein Tokyo Trade macht wieder Spaß, bin richtig glücklich gerade. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, es ist alles untergegangen wegen TCG, aber TCG läuft sehr gut. Es hat Spaß gemacht. Baut sich ein Deck für die EM, obwohl er vielleicht nicht mal fährt. Doch, fahren will ich eigentlich schon. Echt jetzt? Auch wenn wir Freitag fahren? Ja, weil EM Berlin muss sein. Ja. Aber ist sehr, ich weiß noch. Du kannst halt dort direkt Quali für nächstes Jahr holen. Erstes Side-Event, Quali für nächstes Jahr. Echt? Ja. Endschlecht. Du weißt nicht, Veranstaltungsort nicht. Jawohl. Nee, ich hoffe auf Strong Bound, meine besten Freunde, dass sie noch irgendwie mit mir am Donnerstag fahren. Ich habe ab Donnerstag 14 Uhr Zeit, alles angelegt an dir. An mir nicht, es liegt an der Mitfahrgelegenheit. Schauen wir mal, ob wir noch jemanden finden. Schauen wir mal, ja. Wir sind hier 2 Wochen vor EM und keiner der Jungs ist da. Was ist das für eine Vorbereitung, Magisch? Keine Jungs, außer ich und Hong natürlich. Ja. Warum und ich? Die ohne Quali aber. Ja, die ohne Quali. Das ist die Frage, was die gerade machen. Der Dimi ist in Stuttgart. Der fährt sowieso nicht. Der fährt sowieso nicht. Der ist unser Konkurrent. Tati hat viel zu tun. Leider. Ja, Tati und der leidet. Da merkt man, wie wichtig Tati ist. Und Nico ist halt ein bisschen komisch drauf. Seitdem er seine TVT-Sponsorgeschenke bekommen hat, ist er richtig schlecht. Er hat die Box endhaft nicht verdient. Ich bin seit Anfang an dabei, ich habe noch keine Box und Nico kommt und danach hat die Box. Das werde ich mir auch gleich notieren im Protokoll. Also ich bin wirklich der Protokollist und protokolliere alles, wer kommt mal an, wer ist glücklich, wer erledigt seine Aufgaben. Wen gibt es noch? Chong. Chong? Ja, Chong arbeitet, oder? Chong arbeitet. Aber nochmal, war ein geiles Turnier, Chong. Am Sonntag. Ich habe immer noch Hoffnung, du weißt auch was. Und ja. Manchmal muss man auch mit wenig rauskommen. Das ist gut, wenn ein Team voll ist, wenn man viele Mitglieder hat. 2, 3 können eigentlich immer. Und wir müssen das Beste draus machen. Mehr können wir nicht machen. Also, ja schon, aber ich habe eigentlich über EM geredet. Also, ach so, EM. Die Vorbereitung läuft gerade. Ja, aber für dich nur. Ja, für mich nur. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, die haben alle Quali und ich weiß halt. Spielerisch. Ja. Aber die sind, wie viele Punkte haben die auf Defro oder den? Spielen die so? Keine Ahnung, Mann. Ich habe nicht so viel Hoffnung in die Jungs diesmal. Echt? Ja. Ja, diesmal spielt jeder eigentlich ein gescheites Deck. Ja, das schon, aber keine Ahnung, vom Meter testen auch nicht so. Deck, Karten, nicht alles besorgt. Weiß man nicht, was kommt, was passiert. Ich bin gespannt, Mann. Ich bin auch gespannt. Echt jetzt? Aber ich hab's anders gebaut, ey. Er spielt den Feedspell gar nicht. Ja, Vlog halt, Vlog. Ja, gerade haben wir ein paar Besprechungen über bestimmte Karten. Magisch erzählt mir von seinem neuen Deck, aber alles auf String Game. Hier schon mal einen kleinen Einblick, vielleicht könnt ihr erraten, was er spielt.
Aber er klingt sehr begeistert, ich habe ihn schon lange nicht mehr so begeistert gehört. Also ich bin auf Death Row jetzt Platz 136, in wirklich kurzer Zeit. 1498 Punkte, Deck läuft sehr stabil und Death Row Platz 136 kommt, ist wirklich nicht so einfach. Vielleicht schaffe ich noch Top 100, schauen wir mal. Ich bin wirklich fasziniert von dir. Nicht schlecht. Dann mein neuer viertbester Freund Juan hier in FT. Ich habe ihn gerade gefragt, hast du Twin Twister? Er hat gesagt, ja. Ich habe ihn gefragt, fährst du EM? Das war eine Anspielung drauf, ob er sie mir leihen kann. Und er hat direkt geantwortet, ja, ich kann sie dir leihen. Er hat nicht gefragt, er hat nicht gesagt, was? Also, dass er nicht zu EM fährt, er hat direkt gesagt, er kann sie leihen. Korrekte Leute hier in FT. Kommt her, holt euch auch beste Freunde, lohnt sich wirklich immer, falls Turnier ansteht. So ist es. Also ist auch freundschaftlich, ein bisschen familiär ist. Zum Beispiel der FFB ist auch gut, da zocken wir FIFA, macht wirklich Spaß. Ich habe gehört, du hast verloren. Ja, aber nicht gegen Tuan, gegen Timer. Gegen den Afghan. Vielleicht kennst du ein paar von euch. Also es ist wirklich schwer, mich in FIFA zu besiegen, wirklich extrem schwer. Ich hatte in FFB 12, 13 Siege umgeschlagen und habe gegen Helol, den Blackwing-Spieler, besten Blackwing-Spieler, 1-0 verloren. Da hinten ist er vielleicht. Helol, was zocken wir in der FIFA, Mann? Was? FIFA. Mann, du weißt, bei jeder Zeit, Mann. Du hast keine Chance. Oh mein Gott, bis Ansage. Bis morgen FFB. Ja, ja. Bis morgen FFB. Ja, ja. Machst du Turnier mit? Ja, aber wir können zwischendurch nicht verstehen. Ja, okay, schauen wir mal. Du fährst doch eh nicht, Mann. Ja, ich nehme mich dann auch. Was? Nehme ich auch wieder. Ja, ich, morgen wahrscheinlich nicht, weil ich habe auch mein Deck noch nicht. Aber nächste Woche kann ich vielleicht nicht. Kannst du bitte alle drei Leinen? Weiter, perfekt. Schon wichtig. Ich pack gleich ein Bild. Das macht gut, dann Warte. Falls ihr mal Karten ausleiht und nicht mehr wisst, wer, wie, wann, wen habe ich was geliehen, immer ein Foto machen mit Untertiteln, von wem ihr die Karten habt. Tuan, dann baust du dir dein eigenes Deck. Magisch versucht verzweifelt, einen zum Mitfahren zu übergeben. Ein armer kleiner Junge, er hat kein Deck. Er weiß gar nicht so weiter, aber magisch. Natürlich weiß er, Thorn ist, für sein Alter ist er extrem gut. Er ist 15 und für sein Alter, mit 15, ihr wisst, wie schlecht man da war. Man ist für sein Alter richtig gut. Und, achso, du auch noch. Man nimmt mein System, oder? Ich habe auch ein Foto gemacht. Thorn, willst du mitfahren, ey? Weißt du nicht? Da gibt es einmal Last Chance Qualifier mit normalem Deck oder du kannst mit Battle Pack dann selber Deck machen. Kann ich nächste Woche noch entscheiden? Was? Kann ich nächste Woche noch entscheiden? Ja, kannst du. Du hast Zeit. Okay. Aber überlegst dir. Also, du bist nicht mit bestimmten Typen, den du nicht magst. Bestimmt bist du nicht. Sein Name ist Jan Polat. Der ist nicht dabei. Schau, er ist nicht mehr in der Szene. Die haben einen Diss-Track gegen ihn gemacht, der ist nicht mehr da. Du würdest mit Chong, du, Hong, ich mal. Zu viert. Wir hätten endlich Spaß. Ja. Überleg's dir nochmal. Aber wir würden am Donnerstag losfahren. Donnerstag Nachmittag. Ja. Wegen Freitag Schule? Ja, Freitag Schule. Da bist du halt, keine Ahnung. Überleg's dir schon, okay? Ja. Jetzt kann ich auch was machen. Marius probiert ein paar Starthände mit Performer Pole. Vielleicht ist ja das neue Deck. Oh, vielleicht. Wen holt man den, oder? Den? Ja, den Wolf. Wieso den Wolf? Weil du jetzt deine eigenen Skills schießt und der ganz gute Maxer-Deck ist. Checkst du, was ich meine? Händel sammeln. Nicht zerstört man? Händel sammeln 1-0.
Was denn sonst? Der Zwerg hat's auch beschworen. Der ist tot auf der Hand. Echt jetzt? Ja. Okay, ich kann das Deck nicht. Das war ein Witz. Es ist nicht das neue Deck. Ich hab's nicht unter Kontrolle. Noch mit dem kleinen Jungen. Ich würde echt gut tun. Bakisch hat einen neuen Freund gefunden. Was heißt neuer Freund? Wir kennen uns schon länger. Sie bauen sich zusammen das ein Deck und werden auch zusammen LOL spielen. Die Frage ist, wir müssen diese Spielkraft irgendwie ersetzen. Die ist schon wunderbar. Echt so. Soll ich dir das schicken oder wen? Oh mein Gott, hast du das? Wen? Cut of the Mice. Ja. Ich kann sie dir leintouren, kein Problem. Okay. Wir sind jetzt viel besser gute Freunde. Ich kann sie echt was. Bist du Trader geworden, Bogus? Was? Bist du Trader geworden? Ich habe schon heute echt viel getauscht, hat Spaß gemacht. Was siehst du mal schon auf 1? Was? Was siehst du mal auf 1? 18. Du hast es mit dem Zeichen gemacht. Wieso ist die so zurückgegangen? Die ging in Richtung 25, Mann. Ja, ging Richtung 25. Ich weiß auch nicht, die Karte ist extrem stark zu sein. Cosmo spielt nur noch auf die Mais. Nur mit die Mais erfolgreich. Anscheinend war das das Limit. Auf TCG ist sie so gesunken. Ich weiß auch nicht. Mehr. Schade. Schade. Was auch noch schade ist, dass TBT nicht mehr so zahlreich erscheint. Oh mein Gott. Nico, echt richtig traurig, ich werde es gleich protokollieren. Wo bist du eigentlich? Oh mein Gott. Dimi ist klar, okay, er ist in Stuttgart. Was heißt, wenn er da wäre? Kein Kommentar. Chong wird halt vermisst. Chong wird vermisst. Ja, Problem ist, unser Haupttreffpunkt ist am Samstag. FD. Aber da arbeitet er. Zur Zeit schon, ja. Der könnte echt mal ein bisschen wieder verstärken. Ja, jetzt wäre Chong nicht schlecht. Trotzdem Grüße an dich, Chong. Wir sehen uns hoffentlich demnächst. Ja. Komm, du Mann, wir sehen uns. Oh mein Gott. Servus, Jungs. So ein Scheiß. Wieso gehst du so schnell? Ich bin heute richtig fröhlich. Man merkt es. Freunde, war alles gut drauf. Ein paar gute Videos gedreht. DevPro läuft, alles perfekt. Ich muss nicht mehr so viel lernen, nur noch ein Referat. Ja, nur noch Nico und so fehlen. Chong fehlt. Ansonsten alles super saftig. So ist es. Was geht mit diesem Bike ab, Claudius? Krasses Bike. Das ist nicht ohne Profil, das ist ein Rennbike sozusagen. War ein Geschenk von meiner Mutter. Ja, sehr stabil, leicht. Ist wirklich schnell. Aber bei Regen ist nicht so vorteilhaft. Bin schon oft hingefallen. Ansonsten super saftig. Wir sehen uns. Komm. Ciao! Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.